Ja, moin zusammen. Also, wie bei allen anderen auch, ist es bei uns ja im Moment auch nicht möglich, einen normalen Arbeitsalltag herzustellen. Wir haben uns dafür aber trotzdem andere Projekte gesucht. Wir räumen zum Beispiel ganz viel auf und bauen um und sowas, was eben sonst einfach nicht möglich ist aufgrund des Publikumsverkehrs. Und ich dachte mir, es wäre doch vielleicht interessant, wenn wir uns ein bisschen angucken, was die einzelnen Leute bei uns im Moment so machen und wer da was macht und auch ein bisschen das Team vorstelle. Und wir machen heute unseren Anfang mit Björn Lenz. Björn Lenz ist Theaterpädagoge bei uns im Haus und natürlich auch Schauspieler, daher kennen ihn vermutlich die meisten, spielt in fast allen Kinderstücken mit. Und ja, Björn kann besonders gut mit Jugendlichen, deshalb leitet er auch die junge Theaterwerkstatt zum Beispiel bei uns oder leitet auch die diversen Veranstaltungen, die wir für Kinder haben, um mal so ein bisschen einen Blick ins Theater reinzuwerfen. Und ich denke, wir gucken einfach mal, womit Björn im Moment beschäftigt ist und schleichen uns mal ein bisschen rein. Das nochmal, Cherry, das sind noch keine 1,5 Meter Abstand. Hallo Björn! Hallo. Björn, wir möchten einen Blick hinter die Kulissen wagen und du hast heute die ehrenvolle Aufgabe anzufangen. Deshalb. Ach so, ja, hier, also der Kollege hier vorne mit der gelben Maske ist übrigens Björn Lenz. Hinten im blau-weiß gestreiften haben wir Elias, unseren Bufti. Jeremia. Ja. Björn, was macht ihr gerade? Ja, wir versuchen, jetzt passt doch mal ein bisschen auf. Wir versuchen, ein bisschen Ordnung zu schaffen hier in unserem Archiv, weil wir haben dieses Jahr unser 70-jähriges Theaterjubiläum und dann suchen wir ein paar gut erhaltene Theatertexte oder auch ein paar Fotografien, die wir dann vielleicht auch ausstellen können. Und Jeffy, jetzt geh doch mal da hinten ans Regal, du mein. Das klingt aber auch noch eine sehr spannende Tätigkeit. Ihr seid auch schon eine Weile dran, wie ich sehe. Es ist ja schon einiges hier passiert. Viele Akten sind rausgeräumt worden. Aber Björn, das ist ja nicht dein eigentliches Arbeitsfeld. Nein. Normalerweise hast du dich ja eher der Jugend verschrieben und bist ja auch selbst so ein bisschen innerlich jung geblieben. Wie bist du denn eigentlich dahin gekommen in die Jugendarbeit? Ja, das hat sich eigentlich so ergeben, aber ich habe bis jetzt eigentlich immer einen guten Draht zu jungen Menschen gehabt, ne? Ob es jetzt bei Schulaufführungen sei oder bei meinem jungen Theaterkurs oder jetzt halt, wenn ich mich um die Bundesfreiwilligendienste. Jerry, das andere Regal, du. Mein Gott, muss man alles fünfmal sagen. Ja, also ich merke schon, auch die Jugendlichen fehlen dir scheinbar ein Ja, bisschen. Aber unbedingt. wie sieht's denn aus? Also junge Theaterwerkstatt, dein eigentliches Steckenpferd kann ja im Moment auch nicht stattfinden. Ja, Steht ihr leider. denn trotzdem in Kontakt zueinander? Ja, unbedingt. Ne? Also wir telefonieren eigentlich fast jede Woche. Wir machen Zoom-Konferenzen. Also der Online-Unterricht findet ja statt und es ist ja auch ein inneres Anliegen, mich um die Jugendlichen zu kümmern, ne? Damit es denen gut geht und damit die auch seelisch durch diese schwere Zeit kommen. Ein Mensch, wie man ihn sich wünscht. Ich muss mal kurz Ja, mach ruhig mal weiter. gucken, was ist denn daran so schwer? Du bist echt so.